Ja, gut. Vielleicht ein bisschen. Und klar bin ich bin. Ich bin komplett, also ich bin Jungfrau, also das ist, ne? Es ist ein Fakt. So, wir werden die also mit dem Salat füttern. Okay, Das zieht minus here we 5 go. rein. Wenn wir denen immer so 2, 3 geben, dann hilft das eigentlich auch ganz gut. So. Ja, mach das von mir so. Oh ja, komm. Komm aus der Schule raus, ey. Du bist umzingelt. Die Schulsprüche hier. Jetzt geht's richtig los. Lass das, Vibe. Gehorche. Alright. Ready? Gehorche, Vibe. Alter. Ey, ich mach gleich Stream aus, ey. Das reicht. Mach, ne. Sehe ich nicht. Let's get started. Sehe ich nicht, kann ich nicht, will ich auch nicht. So, dann müssen wir sie jetzt nur erstmal hungrig machen. Und die Disziplin erhöhen. Oh, das können wir ja gleich erstmal machen. Let's get started. Für unseren Digimon. Traust dich eh nicht. Keine Zeit für dich. Geh abwaschen oder kochen oder was Frauen nun mal so machen. Lass das. So, haben wir noch Freitag? Ich glaube schon, ne? Das ist gut. Beide. So viel. Oh, Trainingseffekte steigen stark. Oh, das ist auch gut. Beide. Sie haben immer noch Hunger. Okay, Magna Angemon hat noch Hunger. Erhöht das auch die Weiß. Oh, das erhöht sogar auch die Disziplin. Das spielt uns voll in die Karten, das Zeug. Das spielt uns richtig in die Karten. Es regnet schon wieder. Guck mal hier, weil du so eine Stimmung verbreitest, regnet das jetzt wieder. Weil du hier wieder rumprügeln willst. Alter Rowdy, ey. Ich hab's gar nicht verdient. Chat, ich hab's einfach nicht verdient. Egal was war, ich hab's einfach nicht verdient. Ich habe nie Schläge verdient. Also, nie. Ja, nie, nie. Bleiben wir aber nie. Nie nur ein Kuni quasi. Oh, jetzt kommt Schleichwerbung. Jetzt geht's richtig los. So, Stärke, Bonus-Food haben wir auch. Das ist auch gut. Wie viel kriegen die jetzt? Alter, für eine 124? Alter, was ist das für ein geiler Salat? Ey, so einen Salat will ich auch im Echt haben. Nein, das war gelogen. Ich will auch keinen Salat im Echt haben. You're getting stronger. Ich will keinen Salat in Echt haben. Aber es gibt sehr viel. Finde ich gut. Alter, ich lass mal vorher gefroren. Mann, mit dem Essen kann man so viel machen. Oh, das ist immer so eine schwere Frage, welches Digimon ich wirklich denn in echt haben wollte. Oh, das ist immer. Alright. Ready? Oh, kein Trainingseffekt mehr. Nichts mehr. Schade. Casemon, ja, zum Beispiel. Eigentlich. Das ist echt eine echt schwere Frage. Eigentlich ein Belzemon. Eigentlich wirklich ein Belzemon, ein Examon, irgendwie sowas richtig Cooles, Großes. Um was zu kompensieren, aber. Nee, eigentlich sowas, ja. Wenn ich mich sogar entscheiden könnte, glaube ich, Examon? Examon hätte irgendwie Stil, ich weiß nicht. Ich finde den irgendwie seit kurzem ziemlich cool. Ja, Tita, es ist immer so, ja, es ist immer echt schwer zu sagen. Oh, ist das gut mit dem Essen, da. Es ist halt wirklich, es gibt halt wirklich sehr, 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 sehr viele geile Digimons. Auf jeden Fall muss es groß und gefährlich aussehen. Groß und gefährlich ist so das, was ich sehen will. Was so ein Digimon sein muss. Also
so wirklich jetzt so ein Magna Angemon oder so ein Angewomon finde ich jetzt persönlich nicht so, dass das der Burner ist. Ehrlich gesagt. Das sind jetzt nicht so die Digimon, die ich so sagen kann, so, oh, Hilfe. Ich finde Yavamon auch cool. Puppetmon finde ich eigentlich auch cool. Machinedramon finde ich cool. Das ist immer... Das ist immer ganz schwer, ganz schwer zu sagen. Wir kriegen keinen Nahrungsbonus auf die TP. Das ist doof. Naja, dann gehen wir auf das hier. Ausdauer. Was? Wieso willst du das Baby von den zwei Digimons sehen? Die wollen aber jetzt gerade kein Baby machen. Hoffe ich mal. Antaljamon. Antaljamon war dieser braune, langgezogene Hase, ne? Ich nenne das jetzt einfach mal Hase. Aber ich meine, das war dieser braune, langgezogene Hase. Das klingt auch so komisch. Den wir im Digimon-Dojo haben, ne? Ein Engelsbaby. Da kommt bestimmt ein Teufel raus. So, zurück zum Restaurant. Disziplin erhöhen und... Ach, das passt alles so super hier rein. Wir müssen aber langsam aufpassen, unser Geld geht alle. Kann ich eigentlich auch das Gewicht unserer Digimon so weit verringern, dass sie richtig, richtig, also nur noch null wiegen und quasi davon schweben? Geht das? Kann ich machen, dass unsere Digimons davon schweben? Oh, die wiegen ja nur noch... Achso, nee, das waren die Tage. Ich dachte gerade, die wiegen nur noch 8 und 7. Yeah, Leuchte. Was, Börse? Nee, Börse habe ich nichts mehr. Ich habe kein Geld mehr an der Börse. Wir haben es ja alles vorhin letztes Mal verkauft. Und jetzt bietet er es für 4.165 an. Und wir haben es damals für 2.900 verkauft. Ich hasse dich, Edemon. Dich und deine ganze Sippe. Ein Edemon wäre zum Beispiel auch nicht sowas, was ich haben wollte. Edemon wäre jetzt auch schon wieder... Ja, weiß nicht. Mein Lieblings-Digimon war bei Digimon World... Naja gut, Tyrannomon, weil es der einzige war, den ich kriegen konnte und... Also den man leicht kriegen konnte und der doch trotzdem recht stark war. Was sieht niedlich aus? Edemon? Was? Wie? Was? 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 Wie? Habe ich was verpasst? Ich hoffe, du meinst nicht, dass Edemon ihn niedlich aussieht. Ansonsten wäre ich sehr schockiert über diese Aussage. Wir müssen nochmal zum Schatzsucher. Der hat doch bestimmt wieder was für uns, der Schlingel. Erstmal wieder hier, 60. Ja, passt. Nur so lala. Oh ja, toll. Das ist wirklich nur so lala. Eine super Doppel-Holo-Disc-Ding-Disc-Teil. So, Zentrum Digimon. Oh. Und wieder zurück zum Training. Boah, immer Training, ey. Let's get started. Wir haben sogar noch einen Nahrungsbonus. Das geht auf Stärke, der Nahrungsbonus. Oder so. Nee, ich geh damit mal auf Weisheit. Dann brauchen wir nicht so viel Weisheit trainieren und sie kriegen trotzdem Weisheit. Das wäre vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Are you ready? Weisheit. Gibt auch den Nahrungsbonus von, dass sie 100 bekommen. Finde ich echt geil. Dieser Nahrungsbonus hat schon ein bisschen Stil, muss ich sagen. Take this seriously. Jetzt haben wir keinen mehr. Naja, egal. Fürs nächste Mal können wir es ja wieder machen. Die haben ja bestimmt wieder Hunger irgendwann. Boah, die haben schon wieder Hunger, ey. Stay focused. Können wir unsere Weisheit erhöhen?
Hier geht erstmal wieder die Stimme flöten. Dann können wir unsere Weisheit erhöhen. Auch wenn ich nicht genau weiß, was Weisheit jetzt nur wirklich... Ja, die Videos werden trotzdem YouTube-mäßig kommen. Also ganz normal als Folgen, ganz normal jeden Tag. Mr. Neptune, das kommt ganz normal als YouTube-Folgen. Also man muss nicht zwangsweise hier jetzt gucken. Es wird auf jeden Fall alles nachgereicht, so gesehen. So, wir gehen wieder in Schlesterlande. Oh, wir haben echt kein Geld mehr. Das war ganz schön teuer. Naja, egal. Was ist ein Elegmon? Weiß nicht. Echt? Elegmon wird zu Tyrannomon? Wirklich? Was wollte ich? Ach ja, genau. Ich wollte wieder zurück zum Trainingsraum. Jetzt müssten wir... Warte doch mal. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Rein theoretisch müssten wir doch jetzt alles schon haben, oder? Dass die eigentlich bereit sein müssten, oder? Ja, bereit und bereit. Sehr schön. Die sind beide bereit. Das passt. Warum bei... Ich hatte mir auch überlegt, sogar einen Cherubimon zu machen. Oder wie auch immer man das ausspricht. Ich nenne es jetzt einfach mal Cherubimon. Cherubimon klingt gut. Aber auch nur die gute Form eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch die böse... Ich denke mal, man kann hier auch die böse Form machen. Auch wenn ich mich mit den Formen von den beiden sowieso nicht so auskenne, aber... Give this all you've got. Mastermon mag ich auch, weil ich das irgendwie cool finde, diese Kombination zwischen gut und böse. Ist halt immer... Hat immer Stil. Stimmt, Elegmon wird zu... Wer zu Leomon. Stimmt. Normal. Aber Leomon ist auch so langweilig. Das wäre auch so ein Digimon, was ich nicht will. Das ist einfach langweilig. Ist voll öde, das Digimon. So, wir haben fast 3000 Weisheit. Wir hatten in unserem ganzen Digimon-Leben noch nie 3000 Weisheit gehabt. Das ist so super. Wir gehen mal wirklich auf 3000 Weisheit. So, wie dick sind sie? 31 und 23. Da kann man ja sogar auch wieder auf das teure Essen gehen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das noch leisten können. Ich gehe erstmal zum Ausrüstungsladen und fertig. Verticken. Können wir... Boah, wir haben kein Geld mehr. Wir haben echt unser ganzes Geld verheizt. Boah, ist das bitter. Wir hatten mal so viel Geld gehabt und jetzt auf einmal stehst du hier und denkst dir, boah. So, 6 Medizin brauchen wir sowieso niemals. Hier, 91 Klos, davon können wir auch mal 50 verticken, wa? Einfach nur, weil wir es können. Weil wir es können, machen wir 51. Wir sind so hart. Was, ein Gobo... Achso, ein Gobrimon. Ein Gobrimon... Das ist das Ding da draußen, ne? Dieser kleine grüne Goblin, ne? Ne, das ist Gobli. Gobrimon? Sagt mir gerade nichts. Goburimon? Oder Goburimon? Beide. Beide. So, jetzt sind sie wieder satt. Und wieder dick. Passt das noch vom Gewicht her? Oh Gott, hoffentlich. 33 und 41. Okay, bei Angewomon. Also doch das. Hieß das nicht Goblimon? Ach so, deswegen. Ich wollte schon sagen, das hieß doch Goblimon, oder nicht? Ich war halt schon wieder an mir selbst verzweifeln. Was? Zentrumseingang? Was? Nein, was mache ich? Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich hatte noch nie Ahnung, was ich hier mache. Okay, die Digimons hatten wir schon alle. Es ist noch kein neuer Tag angebrochen. Ich komme so verwirrt vor. Alright,
Ready? Wird Gobrimon oder Goblimon nicht zu... Wird er nicht zu Boltmon? So, wir gehen mal auf TP. Wir brauchen jetzt erstmal noch ein bisschen TP für die Digimon hier. Wird er nicht zu Boltmon in der Digitation von Ogrimon? Oder bin ich da schon wieder falsch? Ich denke mal, dass ich schon wieder falsch bin, aber... Einfach mal so. Ready? Als hier danke. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal voll auf TP. Wir müssen so unbedingt TP jetzt ein bisschen nachholen. Alle anderen Stats sind echt gut, aber TP ist halt ein bisschen weit niedrig, finde ich persönlich. Das hätte auch so um die 30, 35, 40.000 muss es ja sein. So, eine Runde TP noch und dann können sie schaffen. Was? Was? Meramon? Wirklich? Ich habe da wirklich gar keine Ahnung. Die ganzen Digitations... Ich dachte immer... naja. Good night. Sleep tight. Ja, mach du mal wieder Pause. Echt, ey. So, wie sieht's denn eigentlich mal aus mit den, mit dem Alter und der Digitation und so? Und das sieht noch immer noch nicht so gut aus. Wir sind erst bei Alter 9, ey. Oh. Dann müssen wir jetzt aber trotzdem mal ganz kurz zum Lagerhaus. Beziehungsweise, wir machen das mal nochmal ganz kurz anders. Landwirtschaftsviertel gehen wir nochmal. Ich glaube, wir gehen gleich erstmal ein bisschen Geld farmen, wa? Weil uns geht hier echt langsam echt das Geld aus. Das ist nicht gut. Und dann können wir uns erstmal ein bisschen Geld farmen. Ich will nicht, dass wäre Garurumon da hinten. Wird Herr Garurumon nicht zum Maschinenramon? Warum haben die alle so andere Digitation? Die schreien mich schon wieder an. Garurumon wird doch eigentlich zu Maschinenramon. So, kurz mal Ausrüstungsladen. Einmal verkaufen. Einmal verkaufen, was wir jetzt bekommen haben. Vielleicht können wir uns noch eine Riege Salat oder sowas leisten. Oh, wir können uns sogar... Ja, wir können uns sogar gar nicht wenig Salat leisten. Das ist gut. Ja, kann. Immer müssen die so viele verschiedene Digitationen haben. Das ist gemein und ungerecht. Mir gegenüber. So, das könnten wir uns zweimal leisten. Dann gebe ich den auch beiden. So. Jetzt haben wir wirklich kein Geld mehr. Haben sie noch Hunger? Sie haben noch Hunger. Aber wir können sie jetzt auch mit ganz normalem Fleisch füttern. Jetzt haben wir genügend Freilauf dafür, dass wir keine Digipilze denen geben müssen. Nochmal ganz kurz wieder zurück zum Trainingsraum. Im Trainingsraum gehen wir dann wieder auf Weisheit, solange wir diese Hardcore-Dinger haben. Sonst gehen wir ja sowieso echt nie auf Weisheit und naja, so haben wir das wenigstens mal. Take this seriously. Thunderbolmon. Oh Gott, doch, der sagt mir was. Doch. Hab was in Erinnerung, wer das ist. Jetzt weiß ich, wer das ist. Dieser Typ mit dem Blitz auf dem Kopf. Die so aussieht wie Marmimon. So ein bisschen, so eine Kugel und der mit dem Blitz auf dem Kopf, meine ich, ne? Irgendwie so, glaube ich, sah der aus. Ja, das verkauft sehr teure Gegenstände. Die lohnt sich nicht. Ich meine, das hatten wir das schon mal... Steht das nur in der Serverwüste? Hatten wir das nicht schon mal angequatscht? Machen jetzt hier erstmal noch ein bisschen TP. Hatten wir das nicht schon mal angequatscht? Ist das nicht der, der die Chips verkauft? Den haben wir doch sogar in der Stadt. Oder bin ich da jetzt falsch? Mega Kabuterimon? Nee, oder... Nur, oder ist das der, der die Löcher buddelt? Let's get started.